Ich darf Sie im Namen des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft ganz herzlich willkommen heißen zu dem heutigen Abend mit dem Motto Digitale Lehre in der Entwicklungszusammenarbeit, in dessen Rahmen gleichzeitig vom Stifterverband die Hochschulperle des Jahres 2015 vergeben wird. Das Thema Digitale Lehre in der Entwicklungsarbeit ist, wie Sie gerade angedeutet haben, schon hochspannend für die unterschiedlichen Organisationen, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, weil es ganz neue Felder eröffnet, Zielgruppen, junge Menschen vor allen Dingen zu erreichen. Und es ist in gleicher Weise ein spannendes Thema für die deutschen Hochschulen, die gefordert sind, da die entsprechenden Angebote zu formulieren. Und ich erinnere mich, das weiche jetzt ein bisschen von meinem Manuskript ab, an eine Veranstaltung vor ungefähr genau einem Jahr beim Bundespräsidenten. Da war unser Vorstand zum Abendessen eingeladen und wir hatten einen Gastredner. Das war der Sebastian Truhn aus Stanford und der hat über das Thema MOOCs referiert und die bei Ihnen sicherlich bekannte Geschichte erzählt, dass bei dem ersten Kurs von 100.000 Teilnehmern die besten 400 nicht seine eigenen Studenten im Kurs waren, sondern erst der 401. Beste war einer aus dem eigentlichen Kurs, für die er das gemacht hat, und die 400 anderen, die besser waren als die Stanford-Studenten in diesem Kurs, waren weltweit verteilt. Ich erzähle das, weil der Bundespräsident geradezu fasziniert war von diesem Konzept, weil er in seinen Fragen deutlich ziemlich schnell erkannt hat, welche Bedeutung in der Entwicklungszusammenarbeit darin liegt. Also wie dann junge Leute in Indien, die keinen Zugang haben zu diesen Hochschulen, zu diesen Bildungseinrichtungen, oder in Schwarzafrika mit dem Zugang zum Netz sich Bildung erschließen können, was bisher gar nicht für sie möglich war. Also ich war geradezu fasziniert und begeistert von diesem Konzept. Daran habe ich mich erinnert, als ich nochmal den Einladungstext eben gelesen habe. Wir vergeben heute die Hochschulperle, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigt, die Digitalisierung der Lehre. Wir vergeben die zum sechsten Mal mittlerweile. Das ist ein Verfahren, wo wir monatlich versuchen, mithilfe von Studierenden im Wesentlichen, Konzepte zu identifizieren, die von Studierenden für Studierende entwickelt worden sind und die in irgendeiner Weise den Alltag an den Hochschulen ein bisschen verbessern. Und das gibt es jedes Mal mit einem Motto und das war im letzten Jahr das Thema Digitalisierung der Lehre. Am Ende des Jahres gibt es dann ein Voting. Wir fordern dann im Internet auf, den Besten auszuwählen aus den 12 Einzelprämierungen und das ist dann die Hochschulperle des Jahres, die wir heute vergeben können. Die Auszeichnung ist im Wesentlichen nicht mit Geld dotiert, sondern mit Aufmerksamkeit, was für viele dieser Initiativen manchmal wichtiger ist als kleine Geldbeiträge, ist die Tatsache, dass sie bekannter werden, von anderen nachgeahmt werden oder vor allen Dingen aber auch Mitmacher über diese neue Bekanntheit bekommen. Und von daher wird es stark akzeptiert. Das zeigt auch die Teilnahme an dem endgültigen Voting. Um nur ein paar Beispiele aus der letzten Arbeit zu nennen, das war im vorletzten Jahr, also für 2014, ausgezeichnet ein mobiles Schülerlabor der TU Cottbus, wo Studenten sich mit einem Bus auf den Weg gemacht haben oder mehreren Bussen sogar am Ende, um in die Schulen zu fahren und dort aus eigener Erfahrung zu erzählen, was an Hochschulen passiert, was dort gemacht wird, um die Schüler für bestimmte Themen zu begeistern. Im Jahr davor war es eine studentische Kampagne, 100 Paten für Berlin, wo sich Studenten auf den Weg gemacht haben, junge Leute mitzunehmen, an die Hand zu nehmen, um sie in ihrem individuellen Bildungsweg zu begleiten und idealerweise dann vorbereiten auf einen Weg, der dann am Ende auch zur Hochschule führt. Davor im Jahr war es MyStipendium, also eine Internetplattform als Übersicht über unterschiedliche Stipendien angeboten. Rock Your Life, mittlerweile ein bundesweit verbreitetes Konzept, ein Patensystem, wo Studenten junge Menschen begleiten, um sie in ihrer individuellen Bildungskarriere zu unterstützen. Damals noch in den Kinderschuhen, identifiziert als eine der Hochschulperlen im Jahr 2010 und hat dann die Hochschulperle für dieses Jahr insgesamt erworben. Im nächsten Jahr wird das Thema Diversität sein. Hochschulperle divers ist
sozusagen das kurzgefasste Motto. Und ich glaube, das schließt fast unmittelbar an das Motto des diesjährigen Preises oder des letztjährigen Mottos an, Digitalisierung. Weil die Digitalisierung ja unter anderem, das werden wir gleich noch ein bisschen hören, ganz neue Chancen hat im Erreichen von Zielgruppen, die sonst eher der Hochschule fern sind. Und genau das ist auch das Thema der diversifizierten oder der Diversität an Hochschulen. Das ist keine neue Erkenntnis mehr, aber eine Situation, die sich immer weiter verstärken wird, nämlich dass die jungen Leute oder auch schon junge Leute, ist schon fast falsch, die an die Hochschulen kommen, immer unterschiedlicher werden. Nach persönlicher Biografie, nach Vorkenntnis, nach Abstammung, also Migrationshintergrund und vielen anderen Kriterien. Und sich darauf vorzubereiten, ist eine ganz wichtige Hochschulaufgabe, der sich viele auch intensiv gestellt haben und wo auch mittlerweile Studenten aktiv sind, diese Diversität an ihrer eigenen Einrichtung zu begleiten und in bestimmter Weise zu unterstützen. Heute aber geht es um die Hochschulperle 2015. Das heute anwesende Team unter Leitung von Herrn Zimmer hat sich gegen eine Reihe innovativer digitaler Projekte mit einer sehr unterschiedlichen Zielsetzung und Größe durchsetzen können. Dazu gehören beispielsweise nur drei, die im letzten Jahr als Monatsbewertung ausgezeichnet wurden. Der Audio-Podcast Science Pie von zwei Studenten der Uni Heidelberg produziert, die dann so häppchenweise versuchen, Themen einem breiteren Publikum und nicht breiteren, sondern einem offenen, öffentlichen Publikum in den sozialen Medien zugänglich zu machen und das Ganze in Deutsch und Englisch. Und spannende Geschichte, die die beiden entwickelt haben, macht richtig Spaß, da reinzugucken. Dann ein Lupen- und Fernglas-App für Sehbehinderte, die häufig Schwierigkeiten haben auf den Smartphones oder selbst auf kleineren Laptops oder den Booklets zu lesen. Die können mit so einem speziellen Fernglas genannt dann auch diese Seiten noch besser für sich erschließen. Oder in Bochum haben ein paar Studenten einen Mittelhochdeutsch-Trainer entwickelt, um die mittelhochdeutsche Sprache, also die Sprache von Walter von der Vogelweide unter anderem, wieder lebendig werden zu lassen und als eigenständige Sprache entstehen zu lassen. Auch eine ganz interessante Geschichte und das auf Basis einer digitalen Plattform. Das zeigt, wie breit die Spannweite der Preise ist und heute würdigen wir oder zeichnen aus die Initiative von Herrn Zimmer, die Kiron-Universität. Sie hat sich in dem Online-Voting, an dem über 80.000, ich glaube 87.000 ungefähr waren es, teilgenommen haben, wohl mit Abstand, glaube ich, durchgesetzt. Über 40.000 haben dieses Projekt auf den ersten Platz gesetzt. Die Kiron Open Higher Education, GUG, hat mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Auf dem zweiten Platz, aber auch das zu erwähnen, kam das Projekt Sicherheitstest für Unternehmen der Fachhochschule Aachen mit 32.000 Stimmen. Also die beiden haben dann fast die gesamten Stimmen auf sich vereinigt. Da ging es um das Thema Computerkriminalität. Studenten haben Firmenseiten aufgerufen und jeweils kostenlos dann getestet, wie einbruchsicher die sind. Möglicherweise auch eine Idee, die man hinterher kommerziell fortsetzen kann, aber zunächst haben sie es kostenfrei für die beteiligten Unternehmen entwickelt. Der dritte Platz dann noch mit 7.000 Stimmen ging an die Technische Universität Braunschweig mit dem Titel Sandkasten Selfmade Campus. Die Online-Plattform hat eine Initiative des Präsidiums der TU aufgegriffen und hat versucht, Projektideen, die in Braunschweig entwickelt worden sind, aufzugreifen und mit Freiwilligen dann auf dem Campus umzusetzen und das auf Basis von digitalen Informationsaustauschsystemen. Nun aber zu unserem Preisträger, Kiron-Universität, in den letzten Wochen und Monaten mehrfach in der Presse erwähnt worden. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Hochschulen, die Geflüchteten die Möglichkeit geben, als Gasthörer an Seminaren und Vorlesungen teilzunehmen. Ein reguläres Hochschulstudium mit Abschluss müssen sie aber nach wie vor, vor allen Dingen, weil die Unterlagen nicht von allen beigebracht werden können, im Regelfall nicht antreten können. Vor diesem Hintergrund hat unter anderem natürlich auch hat
bereits 2014, also vor 2 Jahren, aufgrund von persönlichen Erfahrungen, vielleicht hören wir da gleich noch ein bisschen was drüber, die Gründer von Kiron ihr Konzept für eine Flüchtlingsuniversität auf einer Konferenz zur Flüchtlingsthematik öffentlich vorgestellt. Und im März wurde diese Idee dann tatsächlich realisiert. Die Bildungsinitiative wurde von den 3 Gesellschaftern, einer ist heute hier, Vincent Zimmer, Markus Kressler und Christoph Staudt, als Social Startup, als gemeinnützige GmbH gegründet und ist mittlerweile unter dem Namen Kiron Open Higher Education GUG bekannt. Kiron wird getragen durch ein Team von Social Entrepreneurs, von Geflüchteten, von Studierenden, von Praktikern aus der Flüchtlingsarbeit, aber auch von Wissenschaftlern und Partnern aus Wirtschaft und Politik. Begleitet wird diese Arbeit durch die externe Beratung von Partnerunternehmen, durch Förderprogramme sowie einen Beirat, in dem, ich glaube, fast 50 Personen vertreten sind. Und es haben sich mittlerweile über 250 Freiwillige gemeldet an den jeweiligen Universitäten, die dieses Projekt unterstützen. Damit hat sich Kiron in der Zwischenzeit zum weltweit größten Bildungsprojekt für Flüchtlinge entwickelt. Dies ist gelungen durch eine innovative Kombination von Online- und Präsenzlernangeboten, um den Geflüchteten einen schnellen, vor allem einen kostenfreien Zugang oder eine Wiederaufnahme des Studiums zu ermöglichen. Kiron nimmt Studieninteressen auch dann auf, wenn ihr Aufenthaltsstatus noch nicht geklärt ist, das heißt ohne Papiere und Zeugnisse. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu den klassischen Hochschulen, wobei das jetzt nicht als Kritik zu den klassischen Hochschulen gemeint ist, sondern das ist deren normatives Problem, rechtliches Problem. Sie dürfen nicht so, wie sie gerne wollen, Geflüchtete aufnehmen, weil dann immer droht, dass die von ihr abgelehnten anderen Studierenden das thematisieren und zu einer rechtlichen Auseinandersetzung. Das ist eine traurige Situation, aber vor der stehen nun mal Hochschulen und genau diese Hürde überwindet der private Ansatz von Kiron. Das Studium ist zunächst kostenfrei. Es wird durch ein Stipendiummodell ermöglicht, wobei langfristig, glaube ich, angestrebt wird, das durch so eine Art umgekehrten Generationenvertrag abzudecken. Also die heute studieren, machen es kostenfrei, aber wenn sie dann irgendwann mal Geld verdienen, finanzieren sie damit diejenigen, die heute eben noch nicht das Geld haben, um sich das Studium zu leisten. Es kostet aber auch Geld. Ich glaube, 1.600 Euro ist so die Kalkulation für einen Studienplatz. Das Konzept funktioniert, weil viele unterschiedliche Akteure zusammenarbeiten. Das sind natürlich klassische MOOCs-Anbieter, also edX, Diversity, Udacity, die dann die Lerninhalte von den großen amerikanischen Universitäten, vor allen Dingen Stanford, MIT oder Yale, zur Verfügung stellen. Es sind dann aber auch, ganz wichtig, die Partnerhochschulen in Deutschland, also beispielsweise die RWTH Aachen oder die Hochschule Heilbronn, um hier so 2 zu nennen, sind dann natürlich auch Sprachschulen, die da mitwirken müssen, also beispielsweise die Sprachschule Bubble, Duolingua oder das Sprachzentrum des ICCA. Und am Ende Unternehmen, die mit dabei sind, wie AkzoNobel, Capgemini und ganz zuletzt auch Stiftungen, die das mit unterstützen, als gute gemeinnützige Idee und dann auch zum Teil jedenfalls Finanzbeiträge leisten. Das Studium gliedert sich in 2 Jahre Online-Studium und ein Studienjahr an einer der 23 Partneruniversitäten. Nach einem erfolgreichen Abschluss des Online-Studiums und ausreichend Leistungspunkten wechseln die Studierenden an eine der Partneruniversitäten. Diese rechnen die Online-Kurse an und verleihen den Kiron-Studenten später den Abschluss Bachelor im Regelfall. Das bislang in 5 Studiengängen, Informatik, Ingenieurwesen, BWL und Architektur und Kulturwissenschaften. Zusätzlich bietet Kiron die Möglichkeit, psychosoziale Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Sicherlich ganz wichtig, um der individuellen Situation dieser jungen Menschen Rechnung zu tragen, die ja nicht nur interessiert sind an Bildung, sondern auch aus einer persönlichen Situation kommen, wo sie eine ganze Menge noch zu bewältigen haben, vor allen Dingen, was die Aufarbeitung ihrer eigenen Situation angeht. Und das ist ja ein Feld, was klassische Universitäten im Regelfall nicht oder zumindest nicht in dieser Intensität und mit diesem Erfahrungshintergrund bieten können. Darüber hinaus wird das Angebot von Kiron durch
Buddy- und Mentoring-Programme ergänzte, in welchen der persönliche Austausch im Vordergrund steht, also sie nicht allein lassen, sondern an die Hand nehmen im positiven Sinne und mit ihnen gemeinsam dann versuchen, diesen Bildungsweg im wahrsten Sinne des Wortes zu beschreiten. Die ersten Praxiserfahrungen sind dann gleichzeitig Gegenstand der Anstrengungen, also nicht nur studieren, sondern auch irgendwo Praktika machen, gehört mit zu dem Konzept. Ja, das in kurzen Worten, was Chiron macht, und ich glaube, die 40.000 von den 80.000 haben da eine gute Wahl getroffen. Herr Zimmer, ganz herzlichen Glückwunsch an Sie und an Ihre Kollegen. Ich glaube, es ist ganz interessant, wenn wir noch ein bisschen was aus Ihrem eigenen Munde erfahren, zu dem, was für Sie so die wesentlichen Probleme waren. Ich fange mal mit zwei Themen an. Das eine ist, wie waren die ersten Erfahrungen? Sie haben ja mit dem Konzept gestartet, ohne zu wissen, was daraus wird. Die ersten Resultate sind ganz erfolgreich. Was ist so Ihre Planung? Teil 1 der Frage und Teil 2. Wie sieht die zukünftige Finanzierung aus? Klappt das schon mit dem Generationenmodell oder brauchen Sie noch externe Hilfe? Vielen Dank. Erstmal möchte ich mich bedanken bei allen Anwesenden, die letztlich Chiron möglich gemacht haben, weil ich spreche jetzt ja ein bisschen zu dem erweiterten Ökosystem der Hochschullandschaften. Das war damals der Stifterverband, der uns entdeckt hat. Isabel Schünemann hat uns zum allerersten Workshop überhaupt mal irgendwo eingeladen. Und es waren dann die Hochschulen, die den Ball aufgenommen haben und Chiron sozusagen letztlich überhaupt möglich gemacht haben. So viel zu dem Plan. Also wir hatten einen Plan, der war rechtlich ziemlich naiv, wenn man letztlich glaubt, weil wir die meisten Hürden, die da auf uns zukamen, gar nicht kannten. Und dass wir sie dann meistern konnten, hat ganz viel damit zu tun, wie viel Unterstützung wir von außen bekommen haben. Dementsprechend sind wir jetzt in der Lage, ein bisschen in die Zukunft zu schauen und zu sagen, dass wir die recht ambitionierte Planung, die wir hatten, rund 50.000 Menschen ein Studium zu ermöglichen bis 2020, dass wir da über dem Plan liegen. Das heißt, wir werden bis Ende des Jahres rund 10.000 Menschen in das Programm aufnehmen, mit Schwerpunkt, das passt auch heute zum Thema, mit Schwerpunkt im Nahen Osten, das heißt vor allen Dingen in Jordanien und der Türkei. Und auf dem Weg dorthin sozusagen hatten wir Anschubfinanzierung bekommen von einer sogenannten Crowdfunding-Kampagne. Das heißt, wir haben 500.000 Euro eingesammelt durch Kleinspenden. Und die restlichen Gelder jetzt für die 5.000 Plätze, die finanziert sind, sind tatsächlich schon über dieses Generationenmodell bekommen. Wir haben es ein bisschen variiert, weil wir uns gefragt haben, was passiert denn mit dem Studenten, der dann nach Syrien zurückgeht? Soll ich ihn dann über eine Inkassofirma irgendwie ausfindig machen? Das funktioniert nicht so ganz. Und das System sieht jetzt so aus, dass Firmen, die sich dafür interessieren, diese Menschen später einzustellen, die nächste Generation finanzieren. Und so sind summa summarum bis jetzt über 5.000 Plätze zusammengekommen. Alles privates Geld, das heißt, wir werden aktuell von keiner staatlichen Institution gefördert oder unterstützt. Und das wird sich im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit vielleicht ändern in Jordanien. Wir sprechen da gerade intensiv mit dem BMZ. Und genau das vielleicht als kleiner Ausblick. Also, das Programm wächst, es erreicht mehr und mehr Menschen, voraussichtlich weniger in Deutschland, sondern eher in dem Bereich, wo sie noch mehr Hilfe brauchen, also im Nahen Osten. Ich hatte eben die Zahl genannt, 1.600 Euro Studiengebühren pro Student. Sind das wirklich die Ihnen entstehenden Kosten? Und wenn das so sein sollte, ist da wirklich ein Effekt zu beobachten, den man im Internetgeschäft als Grenzkosten-Null-Effekt bezeichnet? Das heißt also, irgendwann bei steigendem Volumen, also mehr Studenten in diesem Fall, gibt es kaum noch Zusatzkosten. Ist das wirklich eine richtige Beobachtung? Also die Grenzkosten Null, mit denen sind wir sozusagen gestartet, also die waren schon erreicht, als wir angefangen haben. Denn letztlich zahlen wir nicht für den Content, also für die eigentliche Bereitstellung der Kurse, weil das über die Online-Anbieter oder für die Anbieter von MOOCs, also die Hochschulen generell von denen getragen wird. Das heißt, die Kosten, die wir haben, die skalieren tatsächlich mit. Also die werden auch nicht sinken, je mehr Studierende wir aufnehmen, weil letztlich diese Betreuung, diese Interaktion mit den einzelnen Studierenden, diese 1:1-Betreuung auch im Mentorenprogramm, übrigens mit Rock Your Life zusammen, interessant, wusste ich gar nicht, dass die auch mal Preisträger waren, das wird man nicht bewältigen können, also das wird man nicht auf null reduzieren können. Dann noch eine Frage. Sie haben ja eine ziemliche Heterogenität von Studierenden, sowohl nach Sprachkenntnissen, nach Ethnien, nach individueller Situation, Vorkenntnisse, familiäres Umfeld und Ähnliches. Wie gehen Sie mit diesen hochdifferenzierten
Strukturen innerhalb Ihrer Studentenschaft um? Einerseits erstellen wir ganz tolle Übersichtsgrafiken und stellen zum Beispiel fest, dass wir Studierende aus über 40 Ländern bei uns haben, woran aber 51% glaube ich aus Syrien kommen, 80% sind männlich, also so heterogen sind sie dann am Ende des Tages gar nicht. Letztlich ist das für das Programm aber letztlich der Bildungsstand entscheidend und da ermöglicht die Digitalisierung halt zum ersten Mal, dass wir nicht eine Lösung anbieten, die von allen gleich gut angenommen werden muss, sondern wir können individuell auf die Leute zugehen, wir können schauen, wie kommen die in den Kursen zurecht, dann können wir dementsprechend weitere Kurse freischalten und können auf den Bildungsstand abzielen und müssen leider auch manchmal zu Leuten sagen, du schaffst das Programm nicht, für dich ist vielleicht eine Ausbildung der bessere Weg. Ja, dann nochmal herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, dass Sie dann so in 2 oder 3 spätestens 4, 5 Jahren irgendwann mal die größte deutsche Universität sein werden an Studentenzahlen, wenn die Wachstumsraten so weitergehen. Viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Herr Zimmer.